an der Wand rennen und das sind ja massive Vorwürfe auf unterschiedlichen Ebenen, jetzt glaube ich über 1400 Seiten, nur in der einen Ermittlungskause, in dem einen Ermittlungsstern, wo man davon ausgeht, mutmaßlich, dass Mitarbeiter in Absprache mit ihm oder nicht hier Millionen von Steuergeldern für gefälschte Umfragen für Institute verwendet haben, wo gefälschte Umfragen über Medien in Umlauf gebracht worden sein sollen. Ja, das sind schwere Vorwürfe. Das ist, ich sag, schwerer Betrug, schwere Untreue, wenn sich das herausstellen sollte. Und wenn da immer wieder auch hier Medien genannt wird, ja, so glaube ich, sollte etwas dran sein grundsätzlich. Und da gilt immer die Unschuldsvermutung. So glaube ich nicht, dass es sich um ein Medium handeln wird, sondern wenn wird dieses System wahrscheinlich dort auch gegenüber anderen so gelebt worden sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da Unterschiede gemacht haben. Und so gesehen muss man natürlich die Ermittlungen abwarten. Aber wenn es um die vielleicht sogar da mit Journalisten oder Medienvertretern auf Urlaub und vieles mehr, da wird man vieles beleuchten müssen. Und ich sage, das wird jetzt die Staatsanwaltschaft auch tun. Und dass man das sehr bewusst auch genießt, denn ich sage, die Familie, der engste Kreis der Familie, das ist der wesentlichste Halt im Leben. Das heißt,